Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Wir befinden uns immer noch im Puff der Golden Cat. Und wir wollen mal weiter hier in diesen Flügel. Oh Gott, was ist da hinten los? Er hat sich wahrscheinlich komplett abgeschossen mit irgendwas. Okay, das Problem wird sein, dass die ganzen Kurtisanen direkt um Hilfe rufen, wenn sie uns bemerken. Was ist das für ein Pfeil? Ist das ein Betäubungspfeil? Ich glaube ja, oder? Das waren, glaube ich, die Betäubungspfeile. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Was ist denn mit dir los? Was ist hinter dir? Hey! Da ist doch jemand! Oh shit. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte sie doch nur... Ich wollte sie doch nur erdrosseln von hinten. Ach Mann. Wieso bin ich zu blöd zum Schleichen? Wieso muss ich immer alles töten? Wieso passiert es einfach immer? Okay, die verstecken sich da jetzt. Ah, guck mal, da ist der Kunsthändler. Dass der Kunsthändler hier einfach so einen Raum im Puff hat, das ist schon irgendwie komisch, oder? Also ich finde das ein bisschen komisch. Gehe ich zuerst mal zu dem Kunsthändler, das ist erstmal das Wichtigste. So, bei der Kunsthändler sitzt da auch irgendwie so ein komisches Stühlchen, so ganz normal ist das auch nicht. Oder wer auch immer das ist. Finde den Kunsthändler. Überzeuge den Kunsthändler, dir seine Tresorkombination zu verraten. Endlich, seit 20 Minuten musste ich so ausharren. Deine Schritte klingen etwas lauter. Hast du etwas zugenommen, Schätzchen? So wie letztes Kennst mich? Mal, verstanden? Langsam. Oder mit wem redet nur er? Nur auf mein Kommando Ach den so. Stromstoß aktivieren. Verstanden? Und das Stichwort heute Nacht ist, sagen wir, Rache. Hörst du? Dann stopp. Einmal zu viel und du kannst dir eine neue Stelle suchen. Okay, wo ist denn der Mechanismus, mit dem ich ihn da grille? Hier oder wo? Ah, okay. Moment. Ah, guck mal, er hat sogar die Augen verbunden. Haha, das wird ein Spaß. Oh, das war gut. Das habe ich verdient. Soll ich dir sagen, warum? Die Pendletons sind hier, nicht wahr? Fangen wir mit ihnen an. Ich habe sie betrogen, ihnen Tausende gestohlen. Oh. Du bist skrupellos. Hör nicht auf. Ich sag dir alles. Das Erbe der Pendletons war mehrere hunderttausend wert. Hab ihnen gesagt, es sei nur Schrott. Ah! Ah! Rache! Rache! Ah, das war perfekt. Aber mehr vertrage ich heute Abend nicht. Ruf meine Diener. Wir sind fertig. Du bist aber nicht sehr hart im Nehmen. Weiter. Wir sind fertig, hab ich gesagt. Rache! Jetzt lass mich frei! Verrat mir die Kombination! Ich werde dich auspeitschen lassen, du Schlampe! Okay. Was zum... Wer bist du? Was willst du? Der Safe? Ja, natürlich. Die Kombination ist 879. 879, okay. Mein Herzschlag hat schon einmal ausgesetzt. Okay, ich denke mal, ich könnte ihn jetzt töten, indem ich ihn hier nochmal grille, aber das werde ich nicht machen. Er ist zwar ein Arsch, aber ich töte ja sowieso schon genug. Der Tod ist mein treuer Begleiter, wenn ich das gerne nicht so hätte. So, hier kann ich endlich mal wieder jemanden nicht tödlich ausschalten. Um ihn dann zu nehmen und den Balkon runterzuwerfen. Tschüss.
Oh, scheiße. Jetzt ist er wirklich gestorben. Ach, verdammt. Naja, wer konnte das auch ahnen, dass man stirbt, wenn man den Balkon runtergeworfen wird. Aufpassen, hier schleicht jemand herum. Tja. Ach, das ist Morgan Pendleton. Moment mal. Ich will den aber jetzt gar nicht töten. Lass mich noch mal gerade kurz in die Quest, ins Questlog schauen. Eliminiere die Pendletons. Genau, ich soll jetzt nicht tödlich kehren mit der Tresorkombination zu Slackjaw zurück. Das heißt, wir sind hier eigentlich fertig. Wenn ich die Pendletons nicht töten möchte, dann kann ich jetzt wieder abhauen. Wir haben ja Emily. Ach nee, heißt sie jetzt Emily oder Emilia? Wie heißt sie jetzt? Emily, okay. Das ist nur die Frage, ob ich nicht noch ein paar Schätzchen mitnehme von unten. Steam Room. Das ist wahrscheinlich so eine Art Sauna hier unten, schätze ich. Hast aber nochmal Glück gehabt, dass du da unten die Kurve bekommen hast. Judge, wenn du kriegst, kommst die Treppe hoch, dann wäre das auf jeden Fall dein letzter Gang gewesen. So darfst du leben. Oder vielleicht auch nicht. Und er trinkt ja, wenn ich ihn da reinwerfe. Tatsache. Tja. Pech gehabt. Was kann ich denn hier machen? Wo hast du das gelernt? Die meisten hier sind Bauernmädchen, von ihren Eltern an die Madame verkauft. Ich wurde an der Schule von Samara ausgebildet, der besten der Welt. Und zwar in vier. Morgan und Custis werden Stunden brauchen, wie immer. Dann sag mir, wie kann ich dich zufriedenstellen? Kannst du... Nun, seit ich in der Arena war, bin ich nie mehr derselbe geworden. Da war dieser Hund und... Du bist nicht der Einzige, dem das passiert. Was für ein Hund. Da fehlt etwas. Ich kann da irgendwas einsetzen. Ah, das hier. Und jetzt kann ich sie unter Dampf setzen? Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Das ist ganz schön brutal. Oh, die Armen. So. Dann kann ich gucken, was hier drin ist. Okay, wirklich gelohnt hat sich das jetzt nicht, die zu töten. Naja. Ich bin's ja gewöhnt. Mit mir kommt der Tod von ganz allein. Okay, dann haben wir oben noch den Rauchsalon und da befindet sich ja der eine Pendleton. Morgan Pendleton. Dann gehe ich mal hier hoch, nochmal gucken. Nein, der Pendleton hat mich gesehen. Gott, hier sind überall Wachen. Ah, diese beschissene Verdammtes. Komm schon. Hat er mich entdeckt? Nein, okay, hat keinen Alarm geschlagen. Ich möchte auf keinen Fall die Pendletons alarmieren. Muss ich die nachher noch töten? Das will ich nicht. So, da haben wir noch eine Wache. Kann ich auch schön ausschalten hinterrücks. So. Verstecke ich den? So, ich lege einfach mal dahin erstmal. So.
So, dann haben wir jetzt nur noch die eine Wache, die da rumschleicht. Sieht der mich nicht hier? Das ist voll das schlechte Versteck. Okay, aber es scheint zu funktionieren. So. Du hast Glück, dass du so blind bist, ansonsten hättest du sterben müssen. So darfst du leben, oder ich werf dich jetzt da runter. Nein, mache ich doch nicht. Leg dich hier hin. So. Schlaf schön. Da ist noch eine Wache. Sieht mich aber, glaube ich, nicht. Dann ist das hier der andere Pendleton, oder? Ja, Curtis Pendleton. Nee, Custis Pendleton. Na gut. Die werde ich erstmal leben lassen. Und werde hier verschwinden. So. Mache ich mich auf den Weg zum VIP-Ausgang. Zur lieben Emily, das arme Kind. Ihre Mutter wurde getötet. Sie war direkt vor ihren Augen. Sie war live dabei. Dann wurde sie auch noch entführt und in einem Puff gefangen gehalten, also... Happy Birthday. Schließ die Tür auf, damit wir von hier verschwinden können. Dieses Haus ist ganz schön befehlerisch tun, Emily. Ich warte beim Boot auf dich. Ich kenne den Weg, keine Sorge. Okay. Ich muss aber noch bei Slackjaw vorbei, Emily. Muss ihm die Safe-Daten geben. Wusste ich's doch, dass ich hier bei der Lumpengräfin rauskomme. Die Lumpengräfin befiehlt. Ich kann sie lachen hören. Aber sie werden schon sehen, was passiert. So, ich schau nochmal das Herz raus, gucken, ob ich hier alles hab. Ja, ich glaube schon. Habe ich wirklich alle Sachen? Kann man irgendwo sehen bei der Mission, ob man für diese Mission jetzt alle Runen und Knochenartefakte gesammelt hat? Im Moment habe ich auf jeden Fall 2 Runen. Damit könnte ich wieder meine Beweglichkeit steigern. Ist die Frage, ob ich das überhaupt will. Okay, ja doch. Das hat was mit Teleportieren zu tun. Dann nehme ich das auf jeden Fall. Du kannst höher springen, indem du Leertaste gedrückt hältst. In der zweiten Stufe kannst du wesentlich schneller sprinten. Mhm. Ah, er macht dann so einen Doppelsprung. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. Komm schon, zieh dich da hoch an dem Rohr. Liegt da. Fleisch. So, dann gehen wir mal hier noch schnell bei Slackjaw vorbei. Ich hoffe, dass ich diesmal mich für den richtigen Weg entschieden habe. Die beiden Brüder nicht zu töten. Mir kommt vor allen Dingen auch der dritte von den Pendletons. Kommt mir so komisch vor, da unser angeblicher Verbündeter. Der ist auch so widerlich, so ein schleimiger Typ. Und dass er einfach so seine Brüder töten will, ist mir auch irgendwie nicht so ganz geheuer. Deswegen lasse ich die einfach mal leben. Einfach nur, um ihm eins auszuwischen, denn er ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Vielleicht vertue ich mich auch, aber... Der wirkt irgendwie nicht so freundlich auf mich. Hast mir die Zahlen gebracht. Ich suche schon seit Monaten nach der Kombination. Komm zu mir, wenn du eine neue Arbeit brauchst. Slackjaw weiß, wenn er einen guten Mann vor sich sieht. Na klar, willst meinen Plan für die Pendletons wissen. Sieh mal, die Pendletons haben diese Minen. Hunderte von Leuten arbeiten da eine halbe Meile unter der Erde. Ich werde den beiden ihre Köpfe rasieren, die Zunge rausschneiden und sie in ihre eigenen stinkenden Minen verfrachten.
dann sehen sie das Leben mit anderen Augen. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Plan. Ziel neutralisiert, Custis und Morgan Pendleton. So schnell geht das also. Sektor hat auf jeden Fall sein Werk erfüllt. Habe ich jetzt noch diese eine Aufgabe? Tatsache. Bin mal gespannt, was der dritte der Pendletons sagt. Unser Verbündeter, wenn er hört, dass wir die Pendletons, seine Zwillingsbrüder, beziehungsweise er ist ja keiner der Zwillinge, aber seine Brüder, die beiden Zwillinge, nicht getötet haben, sondern ihre eigenen Minen verfrachtet haben. Ob er davon erfreut ist oder ob er nicht so begeistert ist. Eigentlich ist es ja noch abscheulicher, was wir jetzt gemacht haben, als sie einfach zu töten. Das sind alles meine, oder? Ja, weg mit euch. Alarm! So, ich mach mal, dass ich hier wegkomme. Der Turm schießt schon wieder auf mich. Hey! Okay, dann verduften wir von hier. Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt, alle Runen und so. Nein, ich habe eine Rune nicht mitgenommen. Nein. Outsider-Schreide gefunden, 0 von 0. Gemälde von Sokolov gefunden, 0 von 3. Mist. Also die Rune ärgert mich vor allem, der Rest ist nicht so wichtig. Da hätte ich wahrscheinlich hier noch irgendwo eine Rune. Da hätte ich das Herz nochmal rausholen müssen. Jetzt kann ich, glaube ich, nicht mehr zurück. Mission wiederholen, dann wiederhole ich die ganze Mission. Das will ich nicht. Chaosfaktor mal wieder hoch, wie immer. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Zwei Zivilisten eliminiert. Ja, das waren die eine Kortisane, die wir da aus Versehen getötet haben. Und die andere wahrscheinlich, die wir da mit dem Dampf gekillt haben. Die zählt, denke ich mal, auch dazu. Slackjaw haben wir dabei geholfen, Crowley zu finden und die Pendletons zur Arbeit in ihre eigene Mine geschickt. Das waren die beiden Entscheidungen, die wir getroffen haben. Ich bin mal gespannt, ob es auch verschiedene Enden gibt. Also das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Leider. Das werde ich wahrscheinlich dann zum Ende des Let's Plays mal recherchieren. Denn wir haben, unser Chaos-Faktor ist ja immer sehr hoch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das was damit zu tun haben wird, wie das Ende nachher verläuft. Hoher Besuch! Emily steht nun unter dem Schutz der Kaisertreuen. Da ihr Wohlergehen zumindest derzeit gesichert ist, wird es Zeit, die verbleibenden Verbündeten des Lordregenten zu beseitigen. Es geht also mal wieder ans Töten, aber zuerst mal holen wir uns unsere neue Mission ab. Was genau wir tun sollen. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergebt mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Kalista, ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Hound Pits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Kalista, Corvo. Wir sehen uns später. Alles klar. Da duften die sie vier ab. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen.
In einer Nacht haben sie mehr getan, als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Mhm. So, so, Lord Pendleton. Ich weiß ja nicht, was ich von dem Kerl halten soll. Liebe Leute, das erfahren wir aber in der nächsten Episode. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um im Pub und reden mit ihm. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.